So. Kann ich mit dem großen Kratzer auch dahin reisen? Ich glaube. Ich glaube, das ging. Ja. Und die spielen wohl nicht gespielt, wenn ich kann mich bei Gwent nicht anmelden. Siehste, Gwent ist blöd. Ich habe es schon immer gesagt. Gwent ist blöd. Habe ich das gerade laute gesagt? Laute! Ernsthaft? Ich meine. Ich bin schockiert. Also. Ich bin echt schockiert. Das ist doch nicht deren Ernst. Du bist die Abenteurerin, die heute die Hauptrolle übernimmt. Und wie aufregend. Alle Augen werden auf dich gerichtet sein. Alles ist bereit. Komm mit. Ich danke dazu mal nichts. Oh! Ah, da kommt sie! Die Saatseherin ist da. Dicke Maske. Whee, Kuppel gehabt. Mögen die Gebieter des Waldes unsere Helden segnen. Vielleicht schlafen die Surfer. Haben sich für heute verabschiedet. Was ist das für ein Glanz? Das ist doch nicht ein Lichtkristall? Genau. Das doch nicht. Bist du etwa vom Urkristall geleitet? Hast du sein Licht gefühlt? Nein. Es ist ein Gefühl wie ein Ätherrausch, aber erhaben und kristallklar. Hast du das gespürt? Ja, bestimmt. Irgendwann, vor 30 Jahren. Unglaublich. Du bist direkt von Heidelin geführt. Du hörst ihren Willen. Vor einiger Zeit gab es in Eosea Helden, die gegen die Primae kämpften, gegen die Gottheiten der wilden Stämme. Als die staatlichen Gesellschaften gegründet wurden, füllten sie ihre Reihen und bekriegten das Galäische Reich. Um ihre Heimat zu retten, kämpften sie auf Seiten der Eoseischen Allianz in der Schlacht von Cardenau. 5 Jahre ist das her. Doch danach fehlte von ihnen jede Spur. Wer verschont blieb, erinnert sich ihrer Gefasstheit in jener Stunde. Wie abgeklärt sie ins Unvermeidliche schritten. Für Eosea waren sie bereit, ihr Leben zu geben. Doch wollen wir uns ihren Namen ins Gedächtnis rufen, erschrecken wir, wie verschwommen die Erinnerung ist, wie die Schrift eines vergilbten Folianten. Versuchen wir, uns ihrer Gesichter zu erinnern, so ergleist nur ihr Umriss, als verdeckten sie die Quelle dieses blendenden Scheins. Und daher nennen wir sie die Krieger des Lichts.
Wenn ich dich sehe, vom Schein des Kristalls geführt, so muss ich an diese Tapferin denken. Abenteurerin, bewahr diesen Kristall wie dein eigenes Leben. Dass der Urkristall dich erwählte, seine Stimme zu hören, hat gewiss seinen Grund. Du bist in der Tat keine gewöhnliche Heimatlose. Wer weiß, welch gewichtiges Los dich erwartet. Denn du besitzt eine ganz einzigartige Kraft. Ich habe einen Moment, wo man nicht weiß, was als nächstes passiert. Endlich mal was Vertontes. Ja. Du glaubst gar nicht, wie sehr ich mich da gerade drüber freue. Mein Frosch im Hals freut sich auch. Der wollte schon im Streik treten. Oh, der Todesstern. Nee, sah aus wie der Todesstern. Legionäre, nach vorne! Ich hätte tatsächlich einige Meldungen, wo es keine Verbindungsstationen aufgebaut werden. Ja, wahrscheinlich sind die wirklich down, die Server. Oder bei Steam ist mal wieder irgendwas. Ich glaube, von Montags auf Dienstags sind da, glaube ich, auch irgendwelche Wartungen. Bin ich mir jetzt aber auch nicht hundertprozentig sicher. Kann auch von Dienstag auf Mittwoch sein. Ich weiß nicht, wann ich das immer hatte. Verflucht! Die linke Flanke verliert an Kraft! Die Barracudas müssen nachrücken! Die Kerntruppen müssen die Position halten! Um jeden Preis! Die gelben Schlangen sind in Bedrängnis. Schnell, schickt ihnen die weißen Wölfe zu Hilfe. Das sind Bezeichnungen hier. Wir können die Abenteurer nicht im Stich lassen. Nicht, wo sie so großen Mut beweisen. Was ist los, Kane? Ich gehe jetzt gar nicht mehr durch. Ja, das kenne ich. Das kenne ich. Nichts. Es ist nichts. Ich weiß gar nicht, bei welchem Spiel ich das hatte. Ich hatte mir letztes Jahr irgendein Spiel gekauft und da hatte ich das gleiche Problem. Verdammt! Aber woran das da jetzt wirklich nicht lag, keine Ahnung. Von einem lauen Lüftchen wie diesem werden wir nicht Ja, steht jemand. Irgendwas ist dort drüben. Vor allem, wie ruhig die eigentlich sind. So während so einer Schlacht. So richtig gelassen und locker. Raubahn an die Blutgeschworenen! Was ist da los? Antwortet! Verflucht! Raubahn, bitte um Antwort! Hier ist Jakey Schreider von den Blutgeschworenen! Jakeys? Verdammt, was ist los? Was passiert da? Uah, was ist das? Wir müssen weg von hier, aber es gibt keinen Ausweg! Verdammt! Chloe-Schwar brennt! Jakeys, melde dich! Jakeys! General Raubahn, hier geht nichts mehr! Wir müssen weg! Die Flammen sind überall! Huch. Echt, kurz zu schnell. Das tut doch weh, wenn man auf dem Felsen haut. Ihr Götter!
Wofür wollt ihr uns bestrafen? Ich hab auch keinen. Ich hab leider keine Ahnung. Zu den Barracudas? Aber jetzt habe ich zumindest noch einen Grund, warum ich es nicht spielen werde. Nichts. Aber ich bin, wie gesagt, ich bin da sowieso kein Fan von. Was ist mit unseren Kämpfern? Keine Antwort, ehrwürdige Saatseele. Ich glaube, das einzige Kartenspiel, was ich gut finde, ist Uno. Zu stören. Uno ist so das einzige, was ich echt mag. Versuch es weiter. Wir müssen sie erreichen. Jawohl. Admiral. General, es ist aus. Wir müssen den Befehl zum Rückzug geben. Und Louisoir! Wollt ihr den krepieren lassen, ja? General, es ist zu spät, um einfach nach dem Sieg zu greifen. Diese Schlacht wird keinen Sieger kennen, das wisst ihr. Wir opfern unschuldige Leben. Seht die Abenteurer, die kämpfen, obwohl sie kein Eid an uns bindet. Lasst sie gehen. Wenn jemand bei Louisoir bleiben soll, dann wir. Befehl an alle Einheiten des Mahlstroms. Sofortiger Rückzug. Ich wiederhole, alle Einheiten zurückziehen. Gebt der Abenteurerinfanterie den Vorrang. Die Haupttruppen sichern den Rückzug. Verflucht! Funker, die Legion zieht sich zurück. Ich weiß, dass die verdammte Kontaktperle tot ist. Renn schon los, verdammt nochmal! Lauf, Forrest, lauf! Beeil dich! Das ist kein Gefecht gegen die Galia mehr. Das ist ein Massaker von unbeschreiblichen Ausmaßen. Dalamut ist unser Ende. Dieser abscheuliche, grenzenlose Hass. Wir nehmen unsere Position an Louisoirs Seite ein. In Stellung. Kaspahamul, so geni mumuzidu und sul. Huch. Hast du den rausgetappt? Klingt so ein bisschen wie Sauron. Sie ist Niger. Gesundheit. Ich glaube, der hat zu viel Kaffee getrunken. Der gute Kerl. Den Gebietern sei Dank. Du bist wieder bei Bewusstsein. Ja, eventuell. Deinem verdutzten Blick nachzuurteilen, weißt du nicht, was passiert ist, hm? Du bist mitten während der Zeremonie einfach zusammengebrochen, was uns einen ganzen schönen Schock versetzt hat. Danach haben wir dich schnell hierher gebracht, damit du dich erholen kannst. Nach allem, was du in den letzten Tagen geleistet und erlebt hast, warst du wahrscheinlich ziemlich erschöpft. Die Aufregung hat dir den Rest gegeben. Aber du bist ein zähes Mädchen und wirst sicher schnell wieder auf den Beinen sein. Ich muss mich wieder meinen Pflichten widmen, also bis bald. Ach ja, beinahe hätte ich es vergessen. Kein Isenna wünscht dich zu sehen, sobald es dir wieder besser geht. Sei doch so gut und melde dich bei ihr im Wasserrosen... am Wasserrosentisch. Sie macht sich furchtbar Sorgen um dein Wohlbefinden.
Natürlich macht sie das. Jetzt dann wollen wir ihr ja nicht noch mehr Sorgen bereiten, ne? So. Was war jetzt hier was? Was hier eigentlich? Das Orchester ist ein Möbelstück, das Musikstücke abspielt und so in Unterkünften und Zimmern für eine besondere Atmosphäre sorgt. Einzelne Titel abgespielt werden und in Unterkünften kann eine Wiedergabe bis zu 8 Titeln erstellt werden. Okay. Hä? Ja. Gut. Sehr schön. B-Kiste. So, das soll ein Frühstück-Stream machen. Mittags- und Nachmittags-Stream. Na, nachmittags mache ich das tatsächlich manchmal. Das Problem ist halt, also ich würde auch manchmal sogar früher streamen. Nur bei schönem Wetter habe ich halt meistens gar kein, also halt tagsüber gar keine Lust so zu streamen. Meistens dann wirklich eher gegen Abend. An regnerischen Tagen dann kann es durchaus mal sein, dass ich auch eher streame. Das Licht, ja, ist immer so unterschiedlich. Zur Zeit hier immer nur abends. Damit ich so vormittags für alles andere Zeit habe. Weil ich ja dann ja, wie gesagt, auch nebenbei für YouTube immer Videos mache. Da ist dann ein dauerhafter Stream etwas schwierig. Naja, aber ein 24-Stunden-Stream hatte ich ja jetzt schon. Der war hart. Der war echt hart. Ohne den einen oder anderen hätte ich das, glaube ich, auch nicht durchgehalten. Und ein... Nein, kein Pool-Stream. Da lege ich Veto ein. Wenn sich die Möglichkeit bietet, kann ich irgendwann mal einen Essen-Stream machen. Also so ein Koch-Stream, das kann ich irgendwann mal machen, aber... Wobei eigentlich, ich koche lieber alleine. der war lang. Ja. Boah, ich glaube, ich habe nicht 24 Stunden gemacht. Ich habe, glaube ich, noch 25 oder 26 Stunden hatte ich. Im Endeffekt. Ich weiß nicht, wie ich das durchgehalten habe. Ich weiß es echt nicht. Ich habe dann auch den kompletten nächsten Tag erstmal schön verpennt. Ich war so fertig. Ich war komplett im Arsch. Ich war dabei, wir haben uns da kennengelernt. Ich weiß. Ich kann mich da noch dran erinnern. Mit dem Essen. Echt? Ist das so? Also ich habe ja nichts dagegen, aber... Naja. Also vorne haben in Sachen Fuß stimmt kein Mitspracherecht. Doch. Haben sie? Diese Frau, definitiv. Außerdem, wenn ich einen Poolstream machen würde, würdet ihr schreiend weglaufen. Also, nein! Das kann ich weder euch noch mir selber antun. Also, das ist furchtbar. Also, ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, dass ihr zu euren Ärzten rennt wegen Augenkrebs, ja? Also, das kann ich echt keinem zumuten. Nee. Ich meine, selbst Frisches muss schon eine Augenbinde tragen. Weil das geht. Nein. Oder, es sei denn, ihr lasst euch voll laufen. Das würde auch noch gehen. Das wäre auch noch akzeptabel. Aber nein, es wird hier kein Poolstream geben. Niemals. Genauso wie es ja auch kein Saufstream geben wird. Nein. Einfach nur, nein. Ich habe gerade keinen Bock zu lesen. Ja. Oh Mann. So, muss ich denn jetzt hier? Doch? Ah, nee, da muss ich hin. Blindfisch.
Was Problem? Bin ich auch blinder als blind? Ah, ich habe dich hier reinkommen sehen. Ich hoffe, Lei konnte dir etwas Nützliches beibringen. Ja, nee, also eigentlich nicht. Hey, Abenteurerin. Hast du die Geier und Schnecken tatsächlich erledigt? Ah? Was bildest du dir ein? Bist du die Retterin des Waldes? Machst du dich tatsächlich an, uns wichtige offizielle Aufträge aus den Händen zu nehmen? Alter, was hat der für ein Problem? Lucian, ich habe dir doch gesagt, dass wir unsere Zeit nicht mit unverständigen Störenfrieden verschwenden sollten. Und dass du sie auch noch von dieser kulturlosen Mikote schwatzen lässt. Als ob der Weg des Bogens etwas mit dem hungergetriebenen Hinmetzeln von Baumhörnchen zu tun hätte. Silvia, du weißt, dass ich dein Talent als Schütze anerkenne und auch die große Bedeutung, die du dem Bogenschießen und dem Schutz Gridaniens beimisst. Aber das Bogenschießen hat noch mehr Seiten als die, die du kennst. Ich kann schon nicht mehr lesen. Sie hat große Fortschritte gemacht. Das musst du auch zugeben. Ha. Und die nächste Lektion wirst du ihr erteilen. Also vertragt euch. Du, präge dir inzwischen gut ein, was dir Lei beigebracht hat und beherzige es, wenn du mit dem Bogen übst. Ihr werdet schon sehen, was euch das einbringt. Was für ein Arsch. Bevor du gehst, ich würde dir ans Herz legen, auch bei anderen Gilden reinzuschauen. Dein Eifer ist vorbildlich, du solltest dich mit so vielen Fertigkeiten wie möglich vertraut machen. Natürlich musst du dort beim Gildenmeister erst um Erlaubnis bitten, aber das dürfte keine Schwierigkeit darstellen. In Gridania findest du die Gilden der Pikeniere, Druiden, Gerber, Zimmerer und Gärtner. Sicher bist du schon daran vorbeigelaufen. Ja, bestimmt. Probier verschiedene Künste aus, aber pass auf, dass du dich nicht verzettelst. Wenn du weißt, was dir am besten liegt, perfektioniere diese Fertigkeiten mit Hingabe. Du wirst Großes leisten, das spüre ich. Auf welchem Gebiet das liegt, ganz bei dir. Du hast die Möglichkeit zum Klassenwechsel freigespielt. Du kannst ab jetzt andere Gilden beitreten und so zusätzlich Charakterklassen erlernen. Abenteurer können in Eosea mehrere Charakterklassen erlernen. Es ist jedoch empfehlenswert, sich zunächst auf eine Klasse zu konzentrieren und die zu meistern. Ja, das wäre dann unsere jetzige. Würde ich mal sagen. Weil erstmal möchte ich, glaube ich, keine andere Klasse ausprobieren. Das ist wie in den Billigpornos. Da haben wir auch die gleiche Oh Mann. Ausrüstungssets. Mittels Ausrüstungssets kannst du verschiedene Kombinationen von Ausrüstung speichern und jederzeit zwischen diesen wechseln. Das Pulldown-Menü für Ausrüstungssets befindet sich oben im Charakterfenster. Gott, ich werde nie wieder so viel lesen. Ich wundere mich, warum ich meine Bücher nicht mehr durchkriege. Dieses Feature ist besonders nützlich für Spieler, die regelmäßig zwischen verschiedenen Klassen hin und her wechseln oder ihre Ausrüstung blitzschnell an unterschiedlichen Situationen anpassen wollen. Zum Beispiel für PvP. Im PvP oder Dungeons. Wähle die Schaltfläche, deine derzeitige Ausrüstung als neues Set zu speichern. Gott, ich habe gar Bock mehr zu lesen. Ich bin fertig. Ich klicke das jetzt einfach durch. Tut mir leid, aber ich klicke das jetzt einfach mal. Ich hab schon Flusen am Mond. Am Mond. Könntest du es nochmal vorlesen? Nein. Ich teile es dir telepathisch mit. Irgendwann. So, was haben wir denn? Ach, da hinten. Haben wir das Ding schon frei? Oh, bitte sag, dass wir die Druiden-Gilde schon freigeschaltet haben. Nein! Okay. Einer Bock zu laufen? Ich ja. Die Scheiben im Ostwald. Really? Nie nicht. Nein, du doch nicht.
Niemals. Komme ich denn darauf? Warte mal. Also nicht, was ich da, was das gerade sollte. Die Gabelgilde hatten wir mal nicht. Irgendwo da ganz hinten hin. Lauf schneller. Nein, nicht dahin. Oh Gott, ist das hell erleuchtet hier. Da wird man ja blind bei. Steht immer noch dieses komische Hühnchen. So, und jetzt einfach nur noch hier runter, ne? Diese Stadt ist mir einfach zu riesig. Wir beten einfach mal, dass wir hier richtig sind. Aber es sieht gut aus. So, und einmal bitte. Bevor wir jetzt vergessen. Wissen Sie, was spiele ich denn jetzt? Worauf hast du denn Lust? du bist halt Daria, die älteste Saatserien erwartet, die am Wasser Rosenteich. Ja, bitte einmal hin. Bitte einmal hinporten. Scheiße, der Energy ist leer. Gut, muss Wasser herhalten. Sieht aber nett aus. Hallöchen. Ah, ich habe dein Kommen mit Ungeduld erwartet. Bist du wieder bei Kräften? Wie schön, dann bin ich erleichtert. Doch um die Wahrheit zu sagen, ich habe noch ein Anliegen an dich. Ja, dann hau raus. Vielen Dank, dass du meinem Ruf gefolgt bist. Ja, ich hatte ja keine Wahl. Ich werde dir dazu genötigt. Ich habe ein vertrauliches Schreiben für die Anführer der Eorzeischen Allianz vorbereitet. Die Schlacht von Cartano und die siebte Katastrophe haben zahllose Eorzeern das Leben gekostet und unzähligen anderen Familien und Heimat geraubt. Nicht wenige wünschen, sie wäre der bitteren Trauer durch den Tod entgangen. 5 Jahre sind vergangen, doch immer noch ahnt man, wie sehr die Ereignisse unser Land und unsere Herzen in Mitleidenschaft gezogen haben. Und auch unsere vage Erinnerung an die Krieger des Lichts will nicht zurückkehren. Nun müssen wir eben ohne sie voranschreiten. Wo Leben ist, da ist auch Hoffnung. Und wir glauben fest an die Führung der Gebieter und den Schutz der 12, die damals doch das Allerschlimmste verhindert haben. Wir sind dankbar, dass so viele Gridanier den heutigen Tag erleben dürfen und voller Respekt vor denen, die in dieser schrecklichen Schlacht ihr Leben lassen mussten. Und daher werden wir eine Gedenkfeier für sie abhalten. Ich möchte die anderen Stadtstaaten dazu auffordern, es uns gleich zu tun und habe in einem kurzen Schreiben umrissen, wie wir die Zeremonie abzuhalten gedenken. Oh Gott, ich kann nicht mehr lesen. Ich wäre erleichtert, wenn du dieses Dokument überbringen könntest. Vorausgesetzt natürlich, dass du dich dazu bereit erklärst. Du bist eine Abenteurerin, wie so viele, die bei Cartano kämpften. Wer könnte ihr Andenken besser in Erinnerung halten? Dein vorbildhafter Einsatz für unsere Stadt, für unseren Stadtstaat hat so viele Gridanien Mut gegeben. Ich danke dir. Du erweist uns einen großen Dienst. Limsa, Lominsa und Ulda sind weit entfernt von Gridania. Und auch zwischen ihnen liegt eine unbedeutende
Entfernung. Aber sorge dich nicht, denn du sollst diese enorme Strecke nicht zu Fuß zurücklegen. Du wirst an dein Ziel fliegen. Hier gebe ich dir einen offiziellen Luftschiffpass. Okay. Der Luftschiff-Landeplatz liegt unterhalb von Mijuns Hexenstübchen. Zerkam, schalte einfach deinen Luftschiffpass vor und du wirst in den Wartbereich vorgelassen. Alles Weitere kann dir Mijun erklären. Früher verkehrten viel mehr Schiffe zwischen den Partnerstädten unserer Allianz. Aber nun, da der Schatten des Kaiserreichs bedrohlich über uns hängt, ist die Luftfahrt sehr starke Einschränkungen unterworfen. Die wenigen Flüge sind für Passagiere mit wichtigen Anliegen reserviert. Du vertrittst ein solches. Das ist aber nicht der einzige Grund, dich mit diesem Privileg auszustatten. Wir ahnen in dir ein großes Potenzial. Und wir sind sicher, dass du den Willen und die Stärke hast, es zu verwirklichen. Kraft meines Amtes als Oberhaupt dieser Stadt mache ich dich zu meiner Botin. Und als Seherin lege ich dir ans Herz, deine großen Fähigkeiten zu entfalten. Schreite über diese Welt, befahre die See, erforsche ihre entfernten Winkel und sieh, was Eosea an Rätseln und Wundern dir bietet. Und wo immer du gehst, sei ohne Furcht, denn der Weg zeigt sich denen, die beherzt genug sind, ins Dunkel vorwärts zu schreiten. Du bist vom Licht des Urkristalls geleitet. Entdecke dein Schicksal, denn Großes mag dir vorherbestimmt sein. Gott, wie viel! Alter Falter. Ich hab schon Pilz auf der Zunge. Früher war in der Küche, wo ich dabei bin. Ich will eine Freundin hinzubekommen. Okay. Mach aber ganz lieb. Ja, ich versuch's. Ich versuch's. Bin so mini mal. Dalmatz. Ich komm da gleich mal rüber, ne? Weißt du? Dann stelle ich dich als mein Vorleser ein, ja? Dann siehst du, was du davon hast. Nur Leid und Schmerz. Leid und Schmerz. Also im Mundbereich. Steht das viele Reden. Puh. Achso. Ich muss das Ding betätigen. Ja, ich würde gerne hier einmal wieder zurückgehen. Und ich fertig. Ist aber ein weiter Weg. Okay. Du, das hier ist schrecklicher. Das hier ist schrecklicher. Alles andere auf dieser Welt. Die Gilde. Ah, okay, die Gilde der Druiden. Die Gilde der Gärtner. Ja, den Gärtner trete ich garantiert nicht bei. Der Mörder ist nämlich immer der Gärtner. Nee. So, da kommen wir gar nicht erst hin. Nein. Niemals der Gärtner. Internet fällt schon 5 Stunden aus. 5 Stunden Internetausfall, das ist doch nicht schlimm. Eine Woche Internetausfall, das ist schlimm. Ja, wir kommen in den Garten. Die Herzen bekommen die Gärten. Ist gut. Der ist gut. Oh, diese Ladezeiten. Ja. Jetzt beginnt schon wieder, dass ich euch angähne. Und dabei bin ich eigentlich noch gar nicht müde. Also nicht so müde, dass ich jetzt schon ins Bett möchte, aber so ohne Energy ist das ein bisschen tricky. Wenn sich das jetzt hier gerade so elendig lang zieht. Sächen. Und noch mehr lesen. Oh. Ich wurde ja gewarnt. Ich wurde gewarnt. Gott sei Dank lese ich die Nebenquest nicht vor. Wie schön, dich wiederzusehen. Hast du die älteste Saatseherin getroffen? Ja, ich habe sie getroffen. Du hast unter 4 Augen mit ihr gesprochen.
Ja, nee, da waren noch mehr Augen. Da, wir waren nicht allein. Soll ich dir Red Bull geben? Oh, das wäre super. Hab noch 12 Dosen, Alter. Ich habe gerade meine allerletzte Dose getrunken. Meine allerletzte. Mein Freund muss morgen erst... Also mein Freund geht morgen erst einkaufen. Also ich krieg erst morgen wieder Energy. Ich sterbe. 6,5 Stunden. Vergiss bitte nicht zwischendurch mal aufzustehen, strecken, Katzen treten. Der Katzen treten geht nicht, die pennen gerade. Ich bin aber zwischendurch schon mehrmals aufgestanden. Ich durfte schon heute öfter mal aufs Klo rennen. Also ich bin froh, wenn ich erstmal sitze und erstmal nicht aufs Klo rennen muss. Das ist gerade sehr entspannend für mich, mein Nichts rennen zu müssen. Ich habe heute so ein kleines Magenproblem. Ich weiß, das interessiert euch jetzt brennend, aber... Nee. Ich war schon sehr oft oben. Habe heute schon 2 Pausen mehr gemacht, als ich sonst mache. Die Dosis macht das Gift. Es kann nicht hoch genug sein, diese Dosis. Und nun sollst du auch noch eine höchst vertrauliche Nachricht zu den Anführern der Allianz bringen. Yep. Oh Gott. Das ist das Ergebnis deiner unermüdlichen Bemühungen um Gridania. Du hast dir Kan'Isenas Vertrauen redlich verdient. Ich muss sagen, ich bin wirklich stolz auf dich. Du bist ein guter Ersatz für die Krieger des Lichts. Das meine ich als Kompliment. Also, ich könnte mir keine geeignetere Botin vorstellen als dich. Ich lese. Ich sollte aufhören zu lesen. Die Katze schlafen dann, während sie sich nicht Lukas springt sie auch noch. Nein! Nein. Das würde ich meinen Katzen niemals antun. Ich habe immer schon ein schlechtes Gewissen, wenn ich sie aus Versehen mal erschrecke. Ja, das würde ich meinen Katzen niemals antun. Aber genug davon. Du willst ja wissen, wie du an Bord eines Luftschiffs gelangst. Richtig? Dass du einen Luftschiffspass bekommen hast, ist übrigens auch eine riesengroße Ehre. Wie oft will sie das noch sagen? Jedenfalls kannst du jetzt deinen Horizont erweitern im wahrsten Sinne des Wortes. Ich würde dir stark empfehlen, dass du die Gridania mal Gridania sein lässt und dich sofort auf den Weg machst. Da siehst du mal, was wirklich neu ist. Limsa Luminsa wurde von Piraten gegründet und in Ulda wimmelt es von Händlern und reichen Leuten. Natürlich gibt es noch viel reizvollere Gegenden da draußen. Auch wenn durch die Katastrophe viel zerstört wurde. Manche finden sogar, es war ein guter Anlass, alles neu und noch schöner aufzubauen. Hör auf zu reden. Es wird viel für dich zu entdecken geben. Aber sei auf der Hut. So wie wir hier in Gridania unsere Probleme mit dem Xal haben, gibt es auch in anderen Staaten Konflikte. Kann durchaus sein, dass du in verschiedene Streitigkeiten hineingezogen wirst, aber nicht verzagen. Du machst das schon. Selbst die Gridania, die oft ein bisschen zu ernst sind, freuen sich inzwischen auf die Zukunft. 5 Jahre hat es nach der Katastrophe gedauert, aber bis jetzt herrscht endlich Aufbruchstimmung. Du musst mal eine Gurke in die Nähe auf den Boden. Bei meinen Katzen wird das witzig. Bei meinen Katzen passiert da nichts. Die juckt es nicht, ob da eine Gurke liegt oder... Oder Peng. Die denken nämlich nur, was zu spielen. Die denken, das ist ein Krokodil. Nee, also ich habe es tatsächlich schon ausprobiert, also nein. Meinen Katzen ist auch sowas von Wumpe, ob da was liegt oder China fährt in der Kreis um. Wir gucken das Ding nur blöd an, tippen so mit der Pfote einmal ran und das war's dann auch schon. Gut, und einer, also unser jüngster Kater, der legt sich dann daneben und kuschelt damit. Ist auch ganz niedlich. Ist schon getestet. Ja, natürlich. Direkt, als ich damals so ein Video gesehen habe, direkt getestet. Zum Glück hatten wir damals die Gurke halt im Kühlschrank. Da dachte ich so, jo, kannst du mal ausprobieren. Aber alle drei, keiner von den dreien reagiert da drauf. Das ist so, ja. Die sind abgehärtet. So.
Na, mach dir am besten selbst ein Bild von der Welt. Vielleicht wirst du ja in diesem aufregenden Zeit eine bedeutende Rolle spielen. Wer weiß? Ja, wer weiß. Ich bräuchte einen Vorleser. Wer will sich um die Rolle eines Vorlesers bewerben? Es gibt täglich 2 Schokoladentafeln. Ganz ehrlich, nein. Das hier in die Haven Fluggesellschaft. Wird es eine Ehre sein, euch an euer Ziel zu bringen? Ja, das lese ich jetzt nicht vor. Eine kurze Lesepause. Kurz. Das ist doch schon Füllerei. Ja, deswegen ja! Genau deswegen! Lass die Leute doch selber lesen. Ja, aber dann komme ich in diese Bedrohung, dass ich selber nicht lese. Weil ich kenne mich. Meistens lese ich dann selber überhaupt nicht. Deswegen lese ich halt vor. Weil ich weiß, dass ich es sonst nicht durchlese. Ist das ökologisch? Ich weiß es nicht. Hier kannst du mir das ansprechen. Was habe ich mich vergessen? Ja, es gibt schon. Es gibt echt schon lustige Videos. So. Wie gesagt, das hier lese ich jetzt ausnahmsweise mal nicht vor. Weil das für mich gerade überhaupt nicht story relevant ist. Ich muss nicht vorlesen, wie wir auf ein Luftschiff. Luftschiff steigen. Mein Lieblingssound von Final Fantasy läuft im Hintergrund. Ich lieb's. Ja, ja. Ja, ja, uns leitet der Urkristall. So, wo ist die nächste Spelunke? Wir lassen uns das vorher laufen. Wer ist dagegen? Keiner? Gut. Dabei gibt es gerade 2 gute Spiele. Stimmt, da muss ich auch wieder reingucken. Gut, dass du das sagst. Schaue ich mal nach dem Stream auf jeden Fall rein. Das erinnert mich jetzt minimal an Teil 12. Schmachvolle 15 Jahre. In denen der Untergang der Agrius ungerecht blieb, die hier zerschellte, der Stolz unserer Luftflotte. Ein Schlag und der Silbertränensee wäre unser gewesen und Eosea unter Galeser Herrschaft vereint. Wie konnte unsere Armada vor einer Schar Drachen in die Knie gehen? Hätten wir Midgard Sommer besiegt, ihren König, diese Ausgeburt der Hölle. Aber als er mit der Agrius zusammenprallte, rissen sie einander in den Tod. Das Ende eines glorreichen Feldzugs. Eosea, besessen von Götzen und von blinden Kräften entstellt.
Auch Katzen was Tolles. Also ich würde mir eine Katze holen. Könnte 30.000 Katzen haben. Ich wäre glücklich. Alien Isolation habe ich sogar schon. Also hatte ich auch vorher schon bei Epic. Weiß gar nicht, wann es das erste Mal gab. Kostenlos, aber das habe ich tatsächlich schon. Also das brauche ich nicht holen. Wahrscheinlich das zweite Spiel würde ich dann auf jeden Fall holen, wenn ich es noch nicht habe. Den Text da oben nicht mitbekommen. So, die Szene war auf jeden Fall eben cool. Zweimal hast du dich unserer Herrschaft widersetzt. Kaum setzten wir unsere Angriffe für einen Augenblick aus, erheben sich auch schon die unfähigsten Wirrköpfe an die Macht. Ja, wie immer, ne? Postkriegsklopf. Ich hab ja nicht geprotzt. Mag das Projekt Meteor in der siebten Katastrophe geendet haben, an unseren Plänen ändert das nicht das Geringste. Es war nur eine höfliche Mitteilung. Lügen, Unwissen, Regellosigkeit. Diese Welt ist verdorben über alle Maßen. Bin ich gar nicht. Nichts? Ich auch nicht. Davon mal ganz abgesehen. Irsea muss gerettet werden. Wir führen diese blinden Völker in die Zukunft. Zu einer neuen Ordnung. So wie es euer Wille ist, Legatus. Mit den Rüstungen sehen sie echt so ein bisschen aus wie aus Teil 12. Oh ja. Yeah. Ich ahne fürchterliches. Ich ahne fürchterliches. Der diensthabende Ingenieur möge nach Ende der Wartungsarbeiten im Magitek-Labor nicht erscheinen. Mhm. Du, was hat der Legatus eigentlich mit Eosea vor? Hast du doch vorhin gehört, Idiot. Es ist ein großer, komplexer Plan. Den verstehst du sowieso nicht. Erklär ihn mir doch mal. Ich meine, Cartenau ist 5 Jahre her. Und was hat Gaius seither unternommen? Nichts. Wir stehen hier rum und warten. Hast du irgendwelche Einwände gegen Legatus Gaius Pläne? Ja, check sie aus. Tribunus Nero. Sag mir, Techniker, woher kommst du? Dalmasca, mein Tribunus. Alla l'amigo, Tribunus. War deine Maske nicht in Teil 12? Doch, in Teil 12 kam deine Maske vor. Codename Hummingway? Ich... Dilettant. Das Frumentarium weiß alles. Wo hat denn eine Kugel im Schädel? Eine sehr gute Frage. Wärst du so nett, das wegzumachen, Techniker? Das wegzumachen, Alter. Und warum liegt das da? Jawohl. Ah, der Helm sieht geil aus. Warum ist da kein Blut? Es gibt in Final Fantasy kein Blut. Das Blut ist unsichtbar, weißt du? Go, go, Power Rangers. Go, go, Power Rangers. Warum haben die nur ein... Weil gerade Halbmond ist. Wir haben ja auch einen Halbmond. Also,
Bei uns gibt es ja auch einen Halbmond. Die werden bestimmt auch einen Vollmond haben. So, Ladezeit. Komm. Mach fertig hier. Heute noch. Wir haben die Ewigkeit. Ich werde auch nicht jünger. Ah, jetzt. Gott, ich muss mich... Oh Gott, was sag ich denn? Was habe ich denn jetzt schon wieder getan? Ich weiß nur, dass ich mich hier schon wieder verlaufen werde. Was ich jetzt gerade schon wieder bewiesen habe. Hallöchen. Ja, bitte einmal Ländebereich verlassen. Ich will hier weg. Strom-Ehrwache. Du bist die Botin aus Gdania. Willkommen in Limsa Lominsa. Was für ein toller Name. Sieht dort noch viel Text aus. Ja. Ich weiß. Das wird sehr viel Text. Der Admiral wartet schon auf deinen Besuch. Nehm an, du willst gleich zu ihr? Dann nimm bitte den Krähenlift hier und fahr hinunter in die Bollwerkhalle. Sprich dort mit Sturmmar Zantail, damit er dich zur Admiralsbrücke zu Admiral Melvip vorlässt. Gott. Da könnt ihr euch meinen Namen aussuchen, die Leute auch lesen können. Nicht erstmal erahnen, was da steht. Wer hat sich diesen Namen ausgedacht? Warum? Wieso? Wer tut mir das an?